Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Wieder diese Farben aus dem letzten Teil. Was hat das zu bedeuten? Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, und... Desmond? Ja, ich komme schon. Ich laber gar nicht lang rum. Ich guck erstmal, was die von uns will und dann halt, ne? Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Alles klar, rein da. Sieht alles nicht mehr so düster aus wie im ersten Teil. Finde ich ganz gut. Tut mir leid, ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Haben die gerade Erinnerungen von einem anderen mit unseren Erinnerungen vermischt, oder? Und wir kommen hier wirklich raus?
Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole, Zwischenfall im Forschungstrakt. Hier lang. Brauchen Glaswände. Schick. Hier müsste man... Da sind Sie! Lasst sie nicht entkommen! Heilige Scheiße. Sind das Betäubungsstöcke? Hat sie denn gerade einen Betäubungsstock aufs Maul gegeben? Finde ich gut. Weiter so. Sieh dir das an. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Na dann, los, weiter geht's. Lauf doch! Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir, aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Nun gut, dann halten wir die Augen mal offen. So gut es eben geht. Ist das ein Animus? Bleib bei mir. Ja, ja. Ruhig sein, sonst hören sie uns. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Moment. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Bitte. Ist echt so, die hören uns sonst. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Eine beliebige Taste drücken. Was hat er vor? Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Ladies first, ja. Schnauze! Ich hoffe, wir können nicht sterben. Zumindest können wir die Faustschläge abwehren. Einfach draufprügeln wie so ein Berserker. Lucy haut hier um wie sonst was und Fia haut hier um wie der letzte Beppo. Haben die eigentlich keine Betäubungsstöcke, wenn ich das mal so fragen darf? Komm, hau dir doch einfach den Kopf gegen die Scheibe. Genau so. Wir haben es geschafft. Bist du stolz auf uns? Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Jetzt dürfen wir noch einen Kofferraum, aber immerhin sind wir den Templern entkommen. Aber hatten die wirklich so viele, ja, sagt man da Animusse, Animi, Animas, Animon? Klingt wie ein Pokémon. Ja, mal sehen, wo es uns jetzt hinbringt. Vielen Dank, toll. Durchgeschüttelt, im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit?
Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Wie romantisch. Ich gehe mal kurz brechen und dann... Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Schicke Bude. Jede Menge Technik. Überwachungsbildschirme oder... Überwachungskameras. Und was haben wir da sonst noch? Überwachungskameras, und das sieht aus, als würden sie da gerade unsere DNA analysieren. Interessant. Da vorne können wir uns mal später umschauen. Ich möchte jetzt erstmal alles anquatschen und mal gucken. Schach gegen die Langeweile. Quatschen wir den Sean doch mal was an. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Mann, ist der gut drauf. Hallo, Desmond. Hau ab. Boah, wir haben uns gerade erst getroffen und schon hasst er uns. Das ist ein gutes Omen, glaube ich. Mal schauen, was hatten die Dingsens, wie hieß der, Rebecca noch zu sagen? Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz. Keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Animus 2.0, das ist ja interessant. Nochmal labert sie wahrscheinlich nicht mit uns. Ja. Sorry, keine Zeit. Zumindest halbwegs nett zu uns. Sie beleidigt uns nicht gleich. Hey,
Also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Wie gesagt, es ist ein guter Start zwischen Desmond und Sean. Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Jaja, was gibt's da oben noch, Irving? Können wir nicht schneller laufen irgendwie? Nee, na gut. Ach klar. Assassinen, aber erstmal hier so einen fetten Flachbildfernseher mit einer riesen Soundanlage reinhauen, ist klar. Mit chilligen Sofas. Und ein Bett, das braucht man ja auch immer mal. What be you, man? Was sind denn wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das? Sieht irgendwie alt und irgendwie, ja, Billow-Viertel-mäßig aus. Na gut, unser Hauptquartier hier schaut aus wie eine Lagerhalle, also, Nun gut, dann setzen wir uns mal ans Baby. Nee, halt, das klingt falsch. Und hier ist noch Platz für noch einen, interessant. Na dann setzen wir uns mal ans Baby und dann mal schauen. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los.